Moin Moin, ihr Schnittchen, und herzlich willkommen bei Universal. Hey, wir machen heute wieder einen gemütlichen Hopper-Tag, holen die Attraktionen nach, die wir noch nicht gefahren sind. Das wären Jimmy Fallon, Fast and Furious, Simpsons. Wir laufen jetzt direkt zu E.T., weil Fabian das noch nicht gefahren ist. Ich würde gerne nochmal Man in Black fahren, wir fahren nochmal Gringotts. Und dann schauen wir einfach mal, laufen wahrscheinlich noch rüber in die Islands, essen eine Zimtschnecke, fahren nochmal Spider-Man, fahren nochmal Hulk, vielleicht nochmal Hagrid, Velocicoaster, keine Ahnung. Wetter ist heute sehr bewölkt, ein paar Grad kühler mal. Ist eigentlich auch mal ganz angenehm, würde ich sagen. Ist einer der letzten Tage, die wir hier verbringen, also zumindest ich auch in den Park verbringen. Die anderen fliegen auch morgen schon. Bei mir steht halt die nächsten Tage noch die Messe an. Ja, schauen wir mal, wie lang der Tag heute wird. Ich meine, gestern waren 15 Stunden Disney-Tag mit drei Parks. Das wird heute nicht so extrem. Schauen wir einfach mal. Ich versuche, die Attraktionen unterzubringen, über die ich noch nichts erzählt habe. Ich hoffe, ich vergesse keine. Transformers habe ich, glaube ich, auch noch nichts drüber erzählt. Vielleicht fahren wir das später auch nochmal. Ich habe wirklich überhaupt keinen Überblick mehr, was ich schon erzählt habe, was ich nicht erzählt habe. Ich weiß auch schon nicht mehr, in welchem Park wir vorgestern waren. Das ist alles mittlerweile so verschwommen. Naja, was soll's. Ab geht's. Vier Attraktionen haben wir jetzt gemacht. Als allererstes ging es zu E.T. Immer noch ein zuckersüßer Ride, wenn auch leicht trashig. Danach ging es in Born Stuntacular, eine unfassbar geile Show. Eine mega geile Verschmelzung von Leinwand und Darstellern und Kulissen. Die macht echt richtig Laune. Ist selten, dass man bei einer Stuntshow oder so sagt, ich gehe innerhalb von wenigen Tagen zweimal da rein. Dann waren wir in Fast and Furious Supercharged. Ein Immersive Tunnel, der schlechter nicht sein könnte. Es ist in einem Raum ist eine echt geile Kulisse, aber ich glaube, ein Großteil war schon vorher da, bevor es umthematisiert wurde. Und der Ride an sich ist einfach wirklich super scheiße. Die Story ist kacke, die Animationen sind kacke. Es ergibt alles einfach überhaupt keinen Sinn. Und Fast and Furious, naja, nach Teil 2 war für mich da eh Schluss so ungefähr. Das hat mir dann auch schon nicht mehr gefallen. Und jetzt gerade waren wir in Race Through New York von Jimmy Fallon.
auch eine totale Quatschattraktion, wobei da auch die Warteschlange ganz cool ist mit so einer A Cappella-Band und einem bekloppten Panda. Ja, keine Ahnung, vielleicht muss man Jimmy Fallon mehr kennen, um das zu mögen oder so. Auf jeden Fall nicht so geil. Und jetzt laufen wir gerade in Minions VillainCon, VillainCon Minion Blast rein. Das wird spaßig. So. Wir sind einige weitere Attraktionen gefahren. Wir waren in Minion Blast, ein interaktiver Steh-Shooter. Man ist auf so einem Fließband. Immer noch ziemlich cool. Man kann das mit der App verknüpfen. Also seine Waffe, die man dann in der Hand hat. Dann kann man auch Statistiken nachgucken und so ein Zeug. Das ist eigentlich echt cool. Danach waren wir nochmal Transformers fahren. Transformers ist ein Media-Based Motion Simulator Dark Ride, genauso wie Spider-Man. Ist wesentlich neuer, ist meiner Meinung nach aber die schlechtere Variante, aber immer noch ziemlich geil. Geht halt übelst ab, man sollte Transformers dafür kennen, sonst kann man die nicht auseinanderhalten und versteht. Also die Story ist halt, man muss den Allspark beschützen und die Decepticons greifen an, das war's. Aber man sollte es halt kennen, damit man da klar sieht, wer ist und sowas. Danach waren wir in Simpsons, einem Motion Simulator wie damals Galaxy, Race for Atlantis oder so. War ganz früher Back to the Future, hätte ich echt gern mal gesehen. Ist halt seit langer Zeit Simpsons. Mega witzig, mega cool, macht immer wieder Laune. Jetzt gerade waren wir noch in Man in Black, einem Shooter Dark Ride, wo man mal nicht auf rote Punkte zielt oder sowas, sondern einfach nur Aliens abballert. Ziemlich einzigartiges System, ziemlich cool gemacht. Ist natürlich ein bisschen älter, das merkt man auch, aber macht mega, mega Laune. Und jetzt bewegen wir uns mal in die Winkelgasse. Da habe ich echt wieder Bock drauf und auch mal wieder Gringotts fahren und so. Geil, 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 geil.
So, wir sind ja auch Gringotts gefahren in der Winkelgasse. Davon habt ihr jetzt relativ wenig gesehen, weil A, kann man bei Universal auf den Rides gar nichts filmen und B, habt ihr davon schon genug Material gesehen? Ich wollte ja jetzt nicht schon wieder 2 Stunden im Bereich verbringen. Ja, Gringotts ist eine gute Bahn, technisch schon ziemlich cool gemacht, catcht mich aber irgendwie genauso wenig wie Forbidden Journey. Weiß ich auch nicht, irgendwas stört mich daran. Es ist weder richtige Achterbahn, weder richtiger Dark Ride, noch ein richtiger Motion Simulator. Also irgendwie macht die Bahn nichts richtig, aber will alles machen. Keine Ahnung. Danach waren wir noch Revenge of the Mummy Farm. Ein sehr, sehr geiler Dark Ride Coaster, der vieles richtig macht, coole Airtime hat, coole Effekte hat. Natürlich ein bisschen älter ist, dadurch vielleicht nicht so modern wirkt wie Gringotts, aber gefällt mir tatsächlich wesentlich besser. Und jetzt steppen wir wieder rüber in die Islands. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, wollen bei Cinnabon erstmal noch eine leckere Zimtschnecke verköstigen. Dann fahren wir wahrscheinlich Hulk, Spider-Man, Velocicoaster, Hagrid. Das könnte so eine ganz gute Kombination sein. Vielleicht müssen wir eine Sache davon auch weglassen, weil es dann zeitlich nicht mehr passt. Aber naja, was will man machen? Das Wetter ist auf jeden Fall beständig. Es nieselt nicht mehr die ganze Zeit. Das ist ganz gut. Ist auch nicht so voll heute wie die letzten Tage. Ja, angenehmer Tag, schön ein paar Rewrites machen. Deswegen viele Aufnahmen gibt es jetzt nicht mehr. Aber ja, so, wir gehen mal rüber. So, ihr habt sehr wenig Aufnahmen noch gesehen. Kein Wunder, hier darf man halt auf den Rides nicht filmen. Und wir wollten die Zeit jetzt nochmal nutzen, ein bisschen was zu fahren. Als erstes ging es natürlich zu Cinnabon, eine Zimtschnecke essen, super geil, kann ich nur empfehlen. Dann waren wir beziehungsweise Fabi und ich auf Hulk mit der Single Rider Line instant in den Zug gesetzt. Mega, mega geil, fuhr sich auch besser als die letzten Tage irgendwie. Wahrscheinlich haben die Rollen getauscht oder sowas. Auf jeden Fall mega geile Bahn immer noch. Zufällig war daneben Spider-Man mit 15 Minuten Wartezeit, die eigentlich 0 Minuten Wartezeit waren. Immer noch phänomenaler Ride, wesentlich besser noch als Transformers, den wir heute ja auch gefahren sind. Spider-Man ist bei mir einfach Nummer 2, das Ding ist einfach richtig, richtig geil. Von vorne bis hinten perfekt durchgestylt, ich liebe das einfach. Und dann hatten wir die Wahl zwischen Velocicoaster und Hagrid. Wir haben uns für Hagrid als Abschlussfahrt entschieden. Ja, diesmal saß ich mal wieder auf dem Bike. Richtig geil, im Dunkeln durch den verbotenen Wald zu brettern. Es ist einfach eine technisch mega beeindruckende Anlage, macht mega viel Spaß. Klar, Animatronics hier und da könnten ein bisschen cooler sein und auch die Halle beim Drop könnte cooler gestaltet sein, aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch auf dem Citywalk was essen. Das war noch nicht der letzte Universal-Besuch. Ich weiß aber nicht, ob ich bei den nächsten auch irgendwie Vlogs mache oder so, weil ich glaube, ich müsste alle Attraktionen jetzt abgedeckt haben. Dann nutze ich nämlich eher die Zeit so zum Filmen, Material für die bisherigen Videos zu sammeln und all so ein Kram. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt. Bis denn. Halt, 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 nicht so schnell. Natürlich habe ich in meinem vercheckten Kopf vergessen, quasi ein Outro aufzunehmen. Also irgendwas, wo ich mal gesamt auf die Reise eingehe und irgendwie zusammenfasse, was so geil war, was nicht so geil war.
deswegen kommt das jetzt einfach hier am Ende des Videos. Das ist jetzt auch der letzte Vlog gewesen aus Orlando. Ich habe so gut es geht das meiste Material verarbeitet. Es kommen sicherlich noch vereinzelte Videos. Ich überlege noch, ob ich zum Beispiel eine Universal Resort Parkvorstellung machen soll. Es kommen noch Coaster Spotlights etc. Aber mit Vlogs war es das dann jetzt erstmal. Ich war das erste Mal 2018 in Orlando. Das war jetzt das zweite Mal. 5 Jahre lagen dazwischen und wirklich jeder Park hat irgendwas richtig Geiles Neues gebaut. Sei es Pipeline, the Surf Coaster, der mich wirklich überrascht hat. Sei es so Weltklasse-Achterbahnen wie Velocicoaster, Hagrid's, Iron Gwazi, Guardians of the Galaxy. Wirklich überall ist irgendwas Geiles Neues dazugekommen. Außer vielleicht im Animal Kingdom. Dass sich das wirklich gelohnt hat. Es war eine super, super geile Reise und ich habe halt so viel aufgenommen die ganze Zeit und es sind so viele Eindrücke, dass ich halt komplett vercheckt habe, wann ich was schon erzählt habe, was ich noch aufnehmen müsste. Ja, das passiert halt bei so einem Trip nach Orlando, weil das ist wirklich die vollkommene Reizüberflutung. Es hat mir aber wieder mega, mega gut gefallen und der nächste Besuch ist sicherlich nicht erst in 5 Jahren, sondern eher. Ich meine, da wird halt auch Epic Universe gebaut. Wenn ihr Bock habt auf ein Q&A zum Beispiel zu Orlando, dann können wir das gerne mal machen. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat die Vlog-Reihe gefallen. Es war extrem viel Arbeit, weil das extrem viel Material war. Je nach Park und so weiter, gerade bei Universal. Dadurch, dass die Parks halt direkt miteinander verbunden sind, kommt man da komplett durcheinander und weiß irgendwann nicht mehr, was habe ich schon erzählt, was habe ich schon gefilmt, wo muss ich noch hin. Dann ist das Wetter vielleicht mal kacke, dann hüpft man da wieder in den anderen Park und dann vercheckt man halt irgendwie so, ja, die Reihenfolge von dem Ganzen und so weiter. Was wir jetzt leider nicht fahren konnten, war Dudley Do-Rides Ripsaw Falls, die Wildwasserbahn. Die hat am allerletzten Tag, wo wir da waren, noch aufgemacht. War dann aber leider keine Zeit mehr da, da wir morgens ein paar Problemchen mit unseren Flugtickets hatten und das erstmal lösen mussten, bevor wir in einen Freizeitpark gehen. Wir sind aber auch noch Popeye gefahren, weil ich habe gesagt, ohne Popeye verlasse ich Orlando nicht. Das ist das beste Rafting, was ich kenne. Es ist einfach unfassbar geil, unfassbar nass. Solltet ihr unbedingt machen, aber vielleicht nicht direkt am Anfang des Tages. Sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Vlog-Reihe gefallen zu Orlando. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ein Q&A haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Es kommt demnächst auf jeden Fall noch ein kleines Video mit ein paar Florida-Sachen. Seid gespannt. Und jetzt nochmal, weil es so schön ist, viel Spaß in den Freizeitparks und auf den Achterbahnen dieser Welt. Bis dann.